So, da wären wir wieder. Und ich muss unbedingt daran denken, in dieser Folge möglichst wenig Pause zu drücken. Denn ich habe jetzt schon so viele Sachen in Auftrag gegeben, dass die Zwerge eigentlich nur mal eine Weile arbeiten müssen. In der Zeit können wir uns ja ein bisschen hier umgucken. Also, die Minen werden fleißig weiter ausgebaut. Auch wenn wir hier nicht wirklich Hoffnung haben, irgendwelche interessanten Metalle zu finden. Aber die Chance besteht immer. Und wir bauen ja unser Granit ab, das wir ja ziemlich stark brauchen für so ziemlich alles. Also Möbel und Blöcke und was weiß ich. Oh, hier sind ganz schön viele Hunde. Sind die eigentlich alle noch im Trainieren? Ich guck mal ganz kurz. Animals? Nee. Oh oh. Wo sind unsere männlichen Zuchthunde? Nee, ne? Ich sehe kein männliches Symbol mehr bei den Hunden. Ah, da ist ein Hündchen. Stimmt, wir haben alle männlichen Hunde zu Kriegshunden gemacht. Oh, da müssen wir auch vorsichtig sein. Aber gut, die ganzen weiblichen Hunde können wir auch mal zu Kriegshunden machen. Nee, lieber nicht. Und wo ist das Puppy jetzt gewesen? Nee, das sind Cave Pups. Nö, wir haben... Ah da, der da. Genau, der Hund darf niemals zu einem Kriegshund gemacht werden. Nur für den Fall, dass irgendwann mal alle Kriegshunde auf einmal sterben sollten. So, was haben wir hier unten eigentlich für ein Stockpile? Alkohol. Warum ist hier unten ein Alkohol-Stockpile? Oh, weil der da oben voll war. Ah, stimmt, da war was. Ja, das sind halt unsere Vorräte. Viel zu groß. Theoretisch könnten wir noch ein bisschen expandieren, um noch mehr Stockpiles zu bauen. Aber es muss erstmal so reichen. Ist die Karawane eigentlich inzwischen weg? Ja, ist sie. Die geht gerade da durch. Wenn wir die Karte verlassen haben, dann können wir auch gleich mal unsere Stockpiles checken nach Kohle und Eisen, was wir da alles so da haben. Und ich sehe gerade, hier wachsen auch überall Pilze. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hier können wir aber eine richtige Straße bauen. Also hier oben in den Räumen war mir das zu albern, eine Straße zu bauen. Wäre zwar aber von den Rohstoffen her kosteneffektiv, aber es finde ich einfach albern. Ich will in meinem Wohnzimmer auch keine Straße haben als Bodenbelag, sondern wenn schon, dann richtige Steinblöcke. So, aber hier draußen können wir das machen. Das heißt, wir drücken B. Wir drücken O für Paved Road. Und nehmen jetzt mal testweise einfach nur hier so ein 3x3 Block. Da können wir nicht bauen, weil da das Floodgate ist. So, jetzt können wir auswählen, welche Blöcke wir benutzen. Es wären eigentlich 9 Felder. Das heißt, würden wir einfach nur einen Boden bauen, bräuchten wir 9 Blöcke. Aber da es eine Straße ist, brauchen wir nur 3. Ist also wie gesagt sehr kosteneffektiv. Und da sind unsere Granitblöcke, haben wir nur 12 Stück. Ja. Na gut, dann machen wir hier das gleiche. Nur mal ein bisschen höher. Hoffentlich reichen da unsere Blöcke. Wir brauchen 7 Stück. Wir haben 9. Mit Shift-Enter können wir auch gleich alle Blöcke auf einmal auswählen. Oder auch nicht? Doch, so. So, und schön wieder Pause wegdrücken, damit unsere Zwerge arbeiten können. So, was haben wir noch im Stockpile? Wir haben ganz, ganz viele Ambosse. Die wollte ich alle einschmelzen. Drücke ich mal K und wähle die einfach schon mal alle aus. M. Also M war der Melt-Befehl, der Einschmelzbefehl. Und ich glaube, bei den Ambössen kamen auch mehrere Barren auf einmal raus, weil die halt so massiv sind. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Oh, ein Kind ist erwachsen geworden. Die Luther. Sehr schön. Mehr Arbeitskräfte. Muahahaha. So, gucken wir mal ganz kurz runter in unser Höhlensystem, ob da jetzt die Wände endlich fertig sind. Und ja, die Wand wurde endlich gebaut. Sehr schön. Dann können wir jetzt die andere Wand auch noch bauen. Die sollte ja hier hin. Auch aus Granit. Und dann haben wir endlich den Bereich hier abgedeckt. Was ist jetzt los? Der Peregrin-Falke ist wieder wild geworden. Okay, die Nachricht kenne ich auch noch nicht. Zoom to Location. Da.
Der war doch die ganze Zeit schon wild. Oder hat Knuddelmut ihn zwischenzeitlich mal gezähmt? Okay. Oh, und wir können keine Instrumente und kein Spielzeug mehr herstellen, weil wir keinen Stein haben. Also keinen Stein, den wir auch verbrauchen können. Wir haben zwar hier roten Stein, aber daraus kann man Porzellan machen. Will ich zurzeit zwar nicht, aber falls ich damit später irgendwann mal anfangen will, und ich will ja eigentlich möglichst viel von dem Spiel abdecken, also machen wir das irgendwann, dann will ich das jetzt nicht für Kinkerlitzchen verbraten. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, wie viel Stoff und Leder wir haben und warum die Leute damit nicht arbeiten wollten. Wir hatten ja den Verdacht gehabt, dass der Stockpile unten hiermit verbunden war und deswegen er nur die Steine nehmen konnte und nichts anderes. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal Craft Dwarfs Workshop. Da. Natürlich auch aus Granit. Wo ist Granit? Granit. Und eigentlich wollte ich auch Granitblöcke nehmen. Und nicht die Steine. Granitblock da. So, und dann versuchen wir gleich mal in dem linken Stoffkinkerlitzchen herzustellen und in dem rechten Leder. Da hatten sie letztes Mal komischerweise gemeckert, dass sie gar keinen Leder hätten. Was ich recht irritierend fand. Aber gut, das ging ja schnell. Dann hätten wir jetzt gerne Cloth Crafts. Wenn du das nicht mehr hast, dann bitte Silk Crafts. Und wenn du das nicht mehr hast, dann Yarn Crafts. Also Garn. So, und du machst bitte Leder Crafts. So, bevor wir damit jetzt aber anfangen, gucken wir in den Stocks. Stoff und Seide hatte ich, glaube ich, schon jeweils einen verboten, damit wir was für Notfall haben. Beim Leder will ich aber nochmal lieber gucken, denn ich will nicht, dass unser schönes Hundeleder für Kinkerlitzchen verbraucht wird. Nö, ist schon verboten. Sehr schön. Das heißt, eigentlich müssten jetzt die Jungs und Mädels hier gleich antanzen und anfangen zu schneidern. Es kam bisher keine Fehlermeldung. Na gut, kann ich währenddessen off-camera mal weiter die ganzen Hauler-Befehle rausnehmen. Habe ich mich vergessen, in der Zwischenzeit zu machen. So, die Kinder dürfen eh nichts tragen. Oh, ein paar von den Kindern sind inzwischen erwachsen geworden. Das muss ich auch noch ändern. So, du bist jetzt ein Hauler. Zick. Oh, und sie fangen an zu arbeiten hier. Sehr schön. So, das hätten wir also auch geregelt. Dadurch werden unsere Vorräte ein bisschen einheitlich gemacht. Weil ich mag das echt nichts, so viele verschiedene Ledersorten und Stoffsorten zu haben. Was ist denn noch so auf unserem Plan? Oh, die Räume sind ja richtig voll mit Kleidern hier inzwischen. Das eine war Gerugons Raum, glaube ich. Nee, Liberty Denied. Und hier Tentakelfan und Moritzenfull. Und warum tobt da ein Kind drin rum? Oh, komisch. So, die Straße ist hier schon fertig. Das sieht so ein bisschen aus wie beim Brückenbau. Da sieht man auch erstmal an der Seite so einen komischen Pfeiler. Und wenn er schnell genug war, dann halt die Straße jetzt so, wie sie ist. So, Sarge bekam ein Militia Commander. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was unser Schedule sagt. Wir haben inzwischen Timber und jetzt haben sie Train. Und sie haben auch automatisch umgestellt. Sehr schön. Das war ja relativ einfach. Hätte ich nicht gedacht. Oh, und Gerugon hat ein Mandat beendet. War das jetzt das mit den Armbrüsten? Gucken wir mal. Gerugon braucht ein größeres Office und einen größeren Dining Room. Hat inzwischen kein Mandat mehr. Gut. Also es wurde in den Kommentaren beschrieben, dass ich öfters mal die Mandate von Gerugon übersehe. Aber ich glaube, da wurde was verwechselt. Wenn das hier jetzt so weiß leuchtet, oh, dann haben die normalerweise Mandate. Ja, okay, vielleicht habe ich da was übersehen. Aber bisher scheint er nicht grumpig zu sein. Ich guck mal kurz im Therapist. Lord Cessal ist happy. Ist content. Können wir auch hier mal gucken. Wo ist unser Gerugon? Da. Er war glücklich. Er hat seinen eigenen schönen Tisch begutachtet. Er hat in einem schlechten Dining Room gegessen. Ja, das müssen wir ausbauen. Er hatte was Wundervolles zu trinken. Er hat in einem miserablen Schlafzimmer geschlafen.
Er hat was sehr Schönes zu trinken gehabt. Er hat mit einem Freund gesprochen. Er hat was Schönes zu trinken gehabt. Man sieht ein Muster. Er hat im Gras geschlafen. Das ist komisch. Er wurde von Fliegen gestört und hat eine schöne Tür betrachtet und war zufrieden bei der Arbeit. Er sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch. Aber gut, bin ich ja auch zufrieden mit. Also wenn ich am Schreibtisch sitzen darf. So. Ja, die Adligenbehausung müssten wir eh alle nochmal eigentlich ausräumen und neu machen. Denn hier ist ja auch noch kein Boden drin. Aber das können wir dann ja hier machen. Machen wir hier schon mal frei. So sah das, glaube ich, aus. Gucken wir mal vergleichsweise einen runter. Jo. Höhe stimmt auch. Jo. Müssen wir jetzt nur noch diese Einschnitte richtig machen. Die wären hier. Und hier. Das können wir dann gleich mal ausbuddeln. Und schon mal so weit. Ups. Schon mal so weit herrichten, dass wir dann hier gleich die Bodenplatten reinsetzen. Also diese Granitblöcke halt als Boden. Und dann da alle Sachen hinbauen. Und dann einfach die beiden wichtigen Nobelleute hierher umverpflanzen, um dann deren alten Räume umzubauen, wie wir halt die Räume jetzt umbauen wollen. Damit sie nicht zu lange ohne schöne Quartiere auskommen müssen. So, richtig. Richtig. Gut, und schön wieder Pause wegdrücken. So, die Craft-Produktion ist in vollem Gange, das ist sehr schön. Vor allem bekommen sie dadurch ja auch einen höheren Skill. Und vor allem bei den Ledersachen lohnt sich das ziemlich, wenn man einen hohen Skill hat. Denn meisterlich gefertigte Ledersachen sind fast so gut wie manche Metallrüstungen. Also, jedenfalls früher. Ich habe da ja anscheinend ziemlich viel verpasst inzwischen. So, was haben wir noch? Wir haben ganz viele Tische und Türen, die wir noch gerne zerstören oder verkaufen wollen würden. Aber die Zwerge müssten ja bald kommen. Wir haben nämlich inzwischen Herbst, sogar schon Spätherbst. Und nach den Menschen kommen eigentlich immer die Zwerge. Und die Zwerge haben ja das richtig schöne Zeug dabei. Da haben wir ja im Auftrag gegeben, dass sie Holz mitbringen sollen und Stahl und Kohle und was weiß ich. Das wird eine richtig schöne Handelsaktion. So, was sagt unser Jobmanager? Keine Blocks mehr im Auftrag. Rock, Blocks, 30. Rock, Block, 30. So. Brauchen wir noch was? Ah, die Hedge-Cover sind fertig. Die können wir schon mal alle setzen. Das war Floor Hedge. Da. Und jetzt die ganze Treppe hoch bis zum Bunker. Dass, falls halt eine Invasion mal kommt. Also eine richtige, das vorhin war ja keine Invasion. Da hatte ich mich falsch ausgedrückt und wurde inzwischen auch schon korrigiert. Das war nur ein Ambush. Eine Invasion ist gleich was ganz anderes. Das sind mehrere Trupps auf einmal. Und da steht auch hier oben richtig fett geschrieben, Invasion und Panikmache schlechthin. Oh, und ich kann hier aus Versehen die falschen Hedgecover verbrauchen. Das will ich ja auch nicht. Schön Granit. Alles schön Granit. So. Wo noch? Hier können wir auch noch. Unten ist zwar nicht ganz so wichtig, aber der Vollständigkeit halber. So, das reicht erstmal. Dum, 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 dum. Inzwischen dürften wir auch genug Blöcke haben für die Straße. Die will ich auch möglichst schnell fertig haben. Bevor da jetzt irgendwas hochwächst, wenn gerade die Karawane kommt und die dann umdreht, weil kein Platz da ist. Und Granitblöcke, 12 Stück. Kommen gar nicht hinterher, die armen Mason. Oh, und wir haben auch nicht genug Granit. Oder wird das erstmal hier unten gelagert? Stone, Other Stone, Granit. Ha. Oh, Sarge Hex has grown attached to a steel battle axe. Also Hex hat sich jetzt an diese Axt gewöhnt, weil er sie halt so häufig benutzt hat. Also primär jetzt im Training. Das ist auch ein ganz interessantes Feature. Das heißt, hätten wir ihm jetzt am Anfang eine Kupferaxt gegeben,
Und er hätte sich an die Kupferaxt gewöhnt, würde auch lieber die Kupferaxt tragen, anstatt einer Stahlkriegsaxt, die irgendwo rumliegt. Ja. Ich glaube, wenn er sie jetzt lange genug trägt, gibt er ihr auch einen Namen. Auch ein recht cooles Feature. So. Jetzt wollte ich aber gucken, ob hier... Ja, die Rockblöcke sind immer noch im Auftrag. Aber unser Mason ist wahrscheinlich jetzt eher mit dem ganzen Setzen von den Straßen und den Bodenplatten beschäftigt. Ah, viel zu tun, viel zu tun. Irgendwann würde ich auch ganz gerne den Eingang hier noch ein bisschen mehr ausbauen, damit er ein bisschen erkenntlicher ist. Also den Eingang zur Hölle. Auch wenn das da nicht wirklich gefährlich ist. Das hatte ich schlimme Erinnerungen. Als ich das erste Mal reingekommen bin, wurde ich gleich von einer Horde Troglodyten angegriffen und niedergemacht. Bis ich mich eingebunkert habe. Und dann kam auch gleich irgend so ein vergottenes Biest. Also ein vergessene Bestie. Aus dem Untergrund hochgekrabbelt und hat mich dann auch gleich angegriffen. Und das war's dann. Aber ja, wir scheinen da echt Glück zu haben. Was ja auch ganz gut ist. So, die Fallen wurden auch schon wieder alle ersetzt. Die Goblins oben hatten wir schon Nakidai gemacht, oder? F1. Hoch. DB. C. D. Nee, hatten wir noch nicht. Jetzt wird den alles abgenommen. Sehr schön. Wir können die Goblins übrigens freilassen für die Arena oder sonst was, indem wir einen Schalter bauen und den Schalter mit den jeweiligen Käfigen verknüpfen. Und wenn wir den Schalter drücken, gehen alle Käfigtüren gleichzeitig auf. Ist ganz schick für so Schaukämpfe und dergleichen. Ja, aber die Arena klingt echt gut. Denn ich guck mal ganz kurz im Therapist, wie unsere Militärzwerge so bisher abschneiden. Also sie haben meistens Dodger und Fighter, also Ausweichen und Kämpfer, jeweils nur ein Punkt. Armor-User und Schild-User auch jeweils nur ein Punkt. Und Ex-Dwarf ein Punkt. Der einzige, der da ein bisschen rausragt, ist Hex. Der hat halt Level 3 Axt-Dwarf und Level 2 Fighter und das war's dann auch schon. Also ja, die brauchen unbedingt jede Menge Training. Oh, und die Zwergenkarawane ist eingetroffen. Sehr schön. Das machen wir aber nächste Folge. Also bis gleich.